Schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 12. Januar. Mein Name ist Ronald Gerz, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Der Blick auf den DAX auf 5-Minuten-Basis zeigt den gestrigen Mittwoch und endlich wieder ordentlich Bewegung im Index, inklusive der Tatsache, dass diese Bewegung nach oben führte. Und da kann man nun sagen, okay, wir haben ein neues Verlaufshoch in dieser Aufwärtsbewegung seit Februar letzten Jahres. Gesetzt wurde das Hoch gestern bei 11.692 Punkten. Und auch auf Xetra-Schlusskursbasis ging es mit 11.646 auf ein neues Schlusshoch. Bravo! Also, alles im Lot, den Bullen ist momentan nicht beizukommen und eine Korrektur weiterhin kein Thema, könnte man denken. Aber nur, wenn man diesen Kursverlauf nicht mit den Ereignissen des gestrigen Tages ins Verhältnis setzt. Denn gestern um 17 Uhr begann, naja, ein bisschen verspätet, die erste echte Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Trump seit seiner Wahl am 9. November. Und da es nur noch 9 Tage sind bis zur Vereidigung des neuen Präsidenten, ging man natürlich davon aus, dass man hier nun Butter bei die Fische sieht, dass man also konkretere Aussagen dazu zu hören bekommt, wie Trump seine Ziele, die er im Wahlkampf formuliert hat, denn nun umzusetzen gedenkt. Und da wurden die Erwartungen doch außerordentlich enttäuscht. Denn Trump hat letztlich nur vage Äußerungen von sich gegeben. Er betonte über einige Minuten seiner initialen Rede hinweg, dass alles wirklich ganz toll werde. Und er lobte sein Team, er lobte sein künftiges Kabinett, das ja bisher noch keinen Streich getan hat. Und er stieß ein wenig unsubstantiierte Drohungen Richtung der US-Unternehmen aus. Man wisse nun aufgrund seiner Arbeit im Vorfeld, welchen Preis Unternehmen zahlen müssten, wenn sie ihre Arbeitsplätze ins Ausland, gar nach Mexiko verlagern. Und er schimpfte auf China und Russland bezüglich Cyberangriffen. Das war ziemlich unsubstantiiert, aber einfach mal in den Raum gestellt. Und das ist es dann im Großen und Ganzen gewesen. Ach so, natürlich hat er nicht vergessen, noch einmal zu betonen, dass ruckzuck jetzt eine Mauer an der mexikanischen Grenze gebaut werde. Ansonsten ging es eigentlich nur darum, wie er sein Vermögen, seine Unternehmen an seine Söhne übertragen wird, damit da keine Interessenkonflikte aufkommen, und damit hatte es sich. Dann ging es zu den Fragen der Journalisten. Auf die antwortete er entweder vage oder ausweichend oder gar nicht. Und das führte dazu, dass der DAX nach Beginn der Pressekonferenz, die allerdings um 17.30 Uhr noch lief, erstmal in die Knie ging. Und so richtig beeindruckend war das als Vorgabe nun nicht. Dass der DAX im Plus schloss, das lag daran, dass er im Vorfeld gestiegen war. Wieso? Es gab keinerlei Daten oder Gründe dafür, die wirklich logisch gewesen wären, außer der Tatsache, dass man dringend die Notwendigkeit hatte, die Flucht nach vorne anzutreten. Denn wir sehen hier, dass der DAX den Handelstag, diesen 11. Januar, sprich gestern, erst einmal mit Druck begann. So gegen 21:45 schoss der Index aber plötzlich aus der Hüfte nach oben. Die Abschläge wurden aufgeholt. Danach ging es leicht weiter nach oben, unterhalb der bisherigen Verlaufshochs dieser Rallye um 11.637 Punkte, schlich sich der Index seitwärts, und dann mit dem Beginn des US-Handels wurden neue Verlaufshochs erreicht, aber eben vor Beginn dieser Pressekonferenz und nicht danach. Danach kaufte kein Mensch mehr. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie das zu werten ist. Denn wenn die US-Anleger das positiv werten, was Trump da von sich gegeben hat, dann ist das ja trotzdem eine Motivation. Aber das war nicht so der Fall. Nun kann man nicht sagen, dass die Wall Street unbedingt abgeschmiert wäre. Das Problem ist halt, es war wirklich eine ziemlich diffuse Reaktion, wo man auch dort den Eindruck hatte, man verteidigt vor allem Unterstützungen, tritt die Flucht nach vorne an, kauft immer wieder, wenn es eng wird. Denn ja, nach der Pressekonferenz gab es dann erstmal eine abwärts gerichtete Reaktion. Der Dow Jones beispielsweise, der rasselte
von ungefähr 11.970 Punkten runter auf 11.830, also schon ein ziemliches Ende, aber es kam immer wieder zu Gegenbewegungen und unter dem Strich konnte man sagen, okay, das, was da an Plus oder Minus auf dem Tisch lag, ist noch nicht viel wert, da muss man halt auf heute warten. Aber auch dort ging es darum, kurzfristige Supportmarken zu verteidigen, nämlich die 20-Tage-Linie beim Dow Jones ebenso wie beim marktbreiten S&P 500. Dort sind die nämlich seit Tagen immer und immer wieder im Feuer und müssen immer und immer wieder verteidigt werden. Und das ist mal etwas, was zumindest etwas versiertere Marktteilnehmer in Deutschland natürlich im Hinterkopf haben. Hinzu kommen zwei andere Elemente, nämlich einmal Euro-Dollar, einmal Gold. Beide haben nicht so besonders erfreulich reagiert. Der Euro-Dollar-Kurs wurde, als der DAX nach oben schoss, brav nach unten gedrückt. Gut für Europa und der Dollar stieg, weil man sagte, Trump macht die US-Wirtschaft stark und dementsprechend muss der Dollar ja steigen. Das erledigte sich im Laufe der Pressekonferenz, sodass der Kurs Euro-Dollar im Bereich wieder um 1,06 ankam, nachdem er im Tief 1,0450 fast erreicht hatte. Keine Unterstützung für den DAX. Der Goldpreis war zwar jetzt nicht durch die Decke gegangen, aber er bleibt im Bereich der Widerstandszone 11,92, 12,07 US-Dollar und damit auf dem Sprung für eine wichtige Aufwärtswende. Auch keine Unterstützung für den DAX. Also, so gesehen, Trump war nix, die Wall Street unklar, Gold und Euro keine Unterstützung. So gesehen ist also dieses neue Hoch mit allergrößter Vorsicht zu genießen. Und die Umsätze waren wieder mal nicht ohne. Es sieht schon so aus, als würde man dort auch bei neuen Hochs durchaus bereit sein, hier Aktien zu geben. Und wir sehen es hier im Tageschart, dass eben diese Zone X, diese entscheidende Kreuzunterstützung, alles ist, nur nicht aus der Welt und so weit weg, dass der DAX da nicht mal mit einem einzigen schwachen Tag durchrasseln könnte. Diese Zone bewegt sich zwischen 11.431 und 11.495 Punkten, wo jetzt die obere Begrenzung des Februar-Aufwärtstrendkanals mit der 20-Tage-Linie verschmilzt, zumindest per gestrigen Mittwoch. Und das bei immer noch relativ überkaufter Markttechnik, RSI sowieso, hier mal die Stochastik, die immer noch an der Grenze der überkauften Zone hängt, da ist nur ordentlich Luft nach unten und das weiß man. Wenn der DAX unter 11.431 fällt und schließt, dann wäre eben Platz bis hinunter auf 10.800, 10.826 und genau das würde man gerne vermeiden. Deswegen die Käufe im Vorfeld. Aber ob so etwas funktioniert, ist immer davon abhängig, wie sich das Bild dann am nächsten Tag, sprich heute, darstellt. Und so bullisch ist es nicht, dass man hier auch nur auf den Gedanken kommen könnte, dieser Aufwärtsbewegung nun hinterherzulaufen. Der Ankerpunkt Short hingegen bleibt bei 11.400 Punkten auf Schlusskursbasis. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie sich der DAX schlägt. Morgen sehen wir uns an, was passiert ist, wie es dann charttechnisch aussieht. Man darf wirklich auf den heutigen Handel gespannt sein. Bis dahin, erst einmal einen schönen Donnerstag und machen Sie es gut.